Ja, ich glaube, der Pillar ist ein bisschen zu weit weg. Weiß ich nicht, wenn ich hier oben drauf stehe, sehe ich das schon. Also es ist in Render-Distanz. Am Rande der Render-Distanz. Ja, aber ich glaube, die Kanone hat ja auch Bullet Drop. Ich glaube, die Kugel fliegt nicht so weit. Achso, naja, aber man ist auch noch erhöht. Also es könnte klappen. Könnte, muss aber nicht. Das stimmt. Ich denke mal, der etwas tiefer gelegenere, der ein bisschen näher dran ist, der wäre wahrscheinlich eher prädestiniert. Vor allem hättest du da deine Ruhe auf dem Pillar. Ja, okay, dann könnten die von dem oberen Pillar wieder kommen. Ja. Ich bin mal gespannt, was passiert, so mit den Tech Turrets und dem ganzen Kram, wenn da wirklich geballert wird. Ich auch. Ah, grüner Tee installiert noch einen kleinen Turm. Oh, da ist gerade nochmal ein Rex angekommen. Ein Türmchen, Die Kanthölzer gucken so, wo sie gerne stehen möchten. jetzt müsste man da tatsächlich wieder rausfinden, wie lange so ein Ingame-Tag ist. Ja. Der siebte Mann, ich feiere den Frosch. Da kämpft einer mit einem Megalodon gegen zwei Tintenfische. Wie? Schönen Gruß an alle Birgits dieser Welt. Ach ja. Birgit. Ah, ich glaube, wir haben mit dem Hai haut ab. Hat er einen 289er Hai? Der wo war? Doc von Kasinji macht den Super, Super, Superman und fliegt über die Karte. Ähm, mit Brille auf und guckt sich um. Na, wo will denn der Wova hin? Wüsstest gern wo, wa? Ja. Wenn ich mir nicht zu schade für den Witz bin, du auf keinen Fall. Oh, jetzt hat er schon drei Tintenfische hier zusammengepult. Der Pfefferminztee. Sondiert die Lage. Ah, im Chat geht's wieder ab. Meine Güte, Jungs, heute ist ja auch echt hier ein bisschen emotional.
Ja. Ich würde mir auch noch wünschen von den Wildcard-Leuten, dass sie das Chatfenster konfigurierbar machen. Das Wie wäre so. weit halt? Ja, ich würde das gerne verschieben. Ich Ach hätte so, das zum wieso? Beispiel gerne oben in links in der Ecke. Dann würde ich gerne die Schriftart ändern. Dann würde ich die Farben unterschiedlich machen für die unterschiedlichen Tribes und so. Tribe-Chat und Voice-Chat und so auseinanderhalten. Vielleicht auch noch drei Reiter da rein, ne, damit man umschalten kann zwischen Global Voice und so. Das fände ich alles schon irgendwie ganz cool. Aber am wichtigsten wäre mir, dass man das verschieben kann. Na, auf jeden Fall müssten sich jetzt hier diverse Leute mal vorbereiten. Die Leute bauen weiter die Verteidigung. Oh, die machen noch einen Tech-Generator in den Aufgang. Also so ein Tech-Shield-Generator-Ding. In diesen Durchgang rein. Warum nicht? Das ist nicht dumm. Das ist auch eine Art und Weise, Metall zu farmen. Du schickst einen mit einem Teleporter los, der sich neben dem Metallblock befindet. Dann holst du ihn an Kylo nach und teleportierst wieder zurück. Schwupps, noch ein paar Kristalle mitgenommen. Teebeutel haben Garko entdeckt. Komplementieren ihn weg. Er hat nämlich auch gerade geguckt, wie er da am besten rankommt. Ja, so einen fliegenden Typen mit einer Tech-Rifle, der ist schon eine ganz gute Abwehr so. Einer Minute und 10 Sekunden wird das Schild gepowert. Na, die stehen da auch immer noch Wache mit dem T-Rex, damit keiner das an ihn reißt. Bis jetzt ist im Umkreis auch noch nichts zu sehen. Aber bis jetzt haben ja Kanthölzer auf jeden Fall schon geguckt, wo sie hinwollen. Ich denke mal, die Schneckenräuber wissen auch schon ungefähr, was sie machen wollen. Castle Engineers. Und genau, Castle Engineers, dann Two Girls, One Forge auch und hier Geistesglücklich auch. Die waren alle schon gucken. Beampult gerade in Giga irgendwo hin. Also ich glaube, es gibt wirklich eine Teeparty hier. Ah, sieht so aus, als wäre der Giga zu low. So, und da ist das Schild. Machen Sie das, denke ich mal, gleich ein bisschen größer. Das ist nämlich gerade ganz klein. Ja, jetzt wird es ein bisschen größer.
Jawohl. Aha. Und da ist der Durchgang geblockt. Das ist echt schlau, ne? Ja, ist gar nicht dumm. Das hält auf jeden Fall schon mal ein klein bisschen auf. Oh, Gato. Der spioniert immer noch rum, wa? Tja, also ist auf jeden Fall echt schlau jetzt gemacht. Bin mal gespannt. Die anstandslos Freiluftbase hat jetzt super Forges. Geh mal zu Xaver von Kantholz. Ganz schön dunkel. Mein gerade die Stifte. Vielleicht haben sie noch verloren. Da wurde gerade die ganze Zeit beschossen von den Teebeuteln. Die machen gerade irgendwie einen Außenangriff. Und nehmen gerade ein Kreuzfeuer. Ah, ich glaube, jetzt ist er weggekommen. Ach, schade. Ist gerade an so einem Rockgolem vorbeigeritten. Das wäre halt eigentlich auch eine Idee, ne? Ja, aber er hat ja noch keine. Aha. Ah, die Empire-Leute, das sind echt Spartaner, ne? Warum? Die Base, die ist so sehr kompakt. Es sind schon teilweise echt krasse Effekte, die geschoben werden, ne? Mit dem Replikator und den Tech-Schildern und dann noch mit dem Generator und so. Heidewitzka. Kantholz-Leute haben einen Rock-Elemental gelegt, Level 72. Ui. Put food in inventory to tame. Der ist auch eingebaut bei Kingu. Ja, tatsächlich, ja. Haben sie den mit Pillars festgenagelt und mit der Kanone umgeschossen? Krass. Ja, haben wir gerade noch drüber geredet, ne? Witzig. Was hat das Ding gefressen? Schwefel, ne? Schwefel war ganz gut. Steine war, glaube ich, nicht so gut. 5%. 5%. Ob das ein Stein war oder ein Sulfur? Ich tippe, also puh, kein Plan, weiß ich nicht. Ich würde auf Sulfur tippen. Ah, Steine waren, glaube ich, schlecht. Aber ich glaube auch, sie hätten halt keinen Stein reingetan. Dafür lag der da zu lange rum, ohne was im Inventar zu haben. Steine hätten sie auf jeden Fall gehabt. Ja, das stimmt. Wieso brauchten das zu besorgen? Bestimmt Sulfur geholt.
Aber hier Taming Efficiency nur noch 89%, ist auch krass, ne? Das wird dann noch ordentlich was droppen, wenn das so weitergeht. Jo, aber da haben wir endlich bald mal wieder einen Rock Golem. Cool. Jo. Lang nicht gesehen. Hoffentlich kriegt Der er einen Namen. Rocky. Einstein, Kiesel, Rocky. The Rock. Oh, was liegt denn hier rum? Ui. Dragon Ball hat einen Punkt. Du wolltest nur sagen, Dragon Ball hat Beam zerstört. Haha, der Kommentar. Wenigstens einmal Beam killen. Es haben sich ordentlich was kosten lassen, den Gag. Extra dafür einen Shredder zu bauen. Das stimmt. Wie viel kostet 3.200 oder so? Na, der war teuer. Also ganz genau weiß ich es nicht, aber der war teuer. So, 25%. Ich wurde gefunden. Erste Schnecke für Kassel Engineers heute. Langsam geht die Sonne auf. Am Arg. Nächster Tag bricht herein. Wollen wir doch mal hoffen, dass das heute noch gut abgeht hier. Ah, oh, ich denke schon. Ich wurde gefunden! Cindy, oh Cindy. Ach, Mikkel, hast du wieder was gefunden? Mikkel, unser Running Gag. Oh, guck mal, Ich du Oda heißt immer noch Ich du Oda, selbst nach dem Server Restart. Aha. Das ist witzig, irgendwie fast alle Kanthölzer sind hier und gucken sich diesen Rockgolem an und warten, bis er fertig ist. Ja, wobei, sie haben ja auch einen Teleporter von dem her. Uiuiui, bei den Teebeuteln gibt es jetzt noch mehr Tech-Turrets. Also vor dem zweiten Tech-Schild. Da in dem Häuschen ist ein Tech-Generator. Ja. Oh, two girls haben einen U-Tyrannus. Level 171. ASDD. Großbuchstaben. Das ist ja quasi Doppel-D. Quasi Doppel-D. Wir haben noch zwei Schweinchen. Oh, das eine Schwein sieht voll cool aus, ey. Das sieht richtig cool aus. Das ist so rot-weiß. Also bei den Teebeuteln steht ein Tech-Schild, ein Tech-Generator und der Tech-Replicator auf einer Stelle. Also da bist du schon fast blind. Oh, die haben jetzt sogar zwei YouTuber benutzt. Und dann habe ich gar nicht gesehen. Anderes Level 308, 306. 306 ist schon was. Der hat auch einen Satz. Und keinen Namen.
Da ist DD besser dran. Der hat wenigstens Doppel-D. Jo. Oh, Cast Engineers haben ein Level 156er Rex gelegt. Das ist aber gerade Oh. Chris von Two Girls One Fortune Deck. Oder hat sie es entdeckt? Versteckt es nur so. Bisschen Fiber kann man immer gebrauchen. Ich muss sagen, ich finde es echt nicht so cool, wenn man die Koordinaten von einem Tribe im Chat postet. Ich finde, das ist irgendwie kein Fairplay. Jo. Also, es ist halt nicht verboten, aber ich finde es nicht cool. Ja, mir gefällt das auch nicht. Das ist halt irgendwie, das könntest du auch nicht machen, wenn du den Chat halt nicht hättest, dann könntest du das nicht machen, so. Oh, doch. Ja, er hat den entdeckt, den T-Rex. Jetzt schießt er drauf. Oh, aber jetzt ist er gezähmt. Oh, das war aber echt knapp gerade. Hat aber noch ein paar Level verloren. Na, ist T-Rex. 171 geworden. Ah, eine Rakete hat er, glaube ich, abgekriegt. Ja, da sind die Level weg. Schade, schade. Aber immerhin ist er nicht dran gestorben. Der Regen ist ganz schön krass. Irgendwie habe ich das Gefühl, es regnet ganz schön oft. So, der Rock Elemental ist zu 50,2% gezähmt. Ah, echt nicht dumm, ne? Den einfach einzubauen und dann mit der Kanone drauf zu schießen. Jo, das haben wir ja auch schon gemacht gehabt. Ja, aber wir hatten die Kanone mal auf einem Parasail. Wir haben ihn einfach richtig komplett eingebaut. Ach ja, Kingu. Ich finde den auch so hübsch. Das ist so ein hübscher Schülerkollege. Einmal auf dem schwarzen Grund, da sticht er so hervor. Wunderschön. Eigentlich ist es eine grüne Wiese, Greta. Nein, ist es nicht. Das ist im Vulkangebiet. Bist du dir sicher? Team nicht. Das ist wie auf dem Com-Server. Ich glaube, ich war mit Mo online. Und ich meinte so, ah, oh, diese ganzen. Ich finde diese ganzen Brontos so toll, die so weiß sind mit so lila Fleck. Das ist so ein schönes Muster, was die eingebaut haben für diese Mod. Das haben wir dann gespielt, Extinction, ne? Oh. Ja, oh, ist voll schön, dass die da jetzt alle so aussehen und ohne so. Ja, die sehen nicht so aus. Ich so, oh, echt jetzt? Da hat mein PC immer aus allen Brontos irgendwelche großen lila Milchkühe von Milka gemacht oder so. Oh, schön. Aber die sahen voll gut aus. Ich habe mich mal voll gefreut, wenn ich so einen gefunden habe. Und dann war das nur ein Bug. Andy Anstandslos hat gleich einen 156er Tyler Coleo getamed. Ui. Ah, das Level hatte der also. Ich habe nur vorhin gesehen, wie er ihn die ganze Zeit in den Kopf geschossen hat. Oh, Ich oh wurde nein! gefunden. Was? Ui! Von Ah, Two der Girls Chris hat One mich Top. gefunden. Ich wurde gefunden. Na, ob du auch im Schredder landest, Greta? Hab irgendwie Angst. Los, jetzt mach irgendwer Action, ich will was sehen. Die müssen sich erstmal alle vorbereiten. Die haben alle nicht Oh. damit gerechnet, dass sie das durchziehen, obwohl sie 10 Ankündigungsschnecken Zeit hatten, sich vorzubereiten.